Kommentar zum Spiel im Moment. 2:5 steht's aus Sicht der Krefeld-Pinguine. Die Pinguine zweimal wieder rangekommen und dann jeweils die Antwort der Eisbären Berlin. Deshalb steht's aktuell 2:5. Soeben gab's kein Pinguine nachgehakt, weil dort Interviews von Servus TV waren. Aber André Schicks, der Pressesprecher der Pinguine, bei mir. Dann gebe ich von dir halt mal die Stimme vom Spiel. Das läuft nicht so, wie wir es uns versprochen haben im Moment. Ja, zunächst mal schönen guten Abend zusammen. Es läuft nicht so, wie es eigentlich laufen sollte oder wie wir uns das alle vorgestellt haben. Fehlt heute ein bisschen Kampf und Leidenschaft und natürlich auch die kleinen Dinge, die man richtig machen muss. Die laufen heute vielleicht nicht ganz so rund, wie sie am Freitag gelaufen sind. Aber trotzdem, wir haben schon viele verrückte Spiele diese Saison erlebt und ich glaube, dass die Mannschaft immer noch gewillt ist, das Spiel rumzureißen und im letzten Drittel wird sie nochmal alles geben. Und das geht gleich los. Unterstützung der Zuschauer ist uns gewiss und nicht nur aus Krefeld und Umgebung. Nein, wir haben sogar Besuch aus Kuba heute. Leonard Cotivo Rivera ist hier. Alles Gute zum Geburtstag aus Kuba. Extra zu einem Spiel hier angereist. Ist natürlich auch wieder irgendwo eine Erwähnung wert. Aber insgesamt das Zuschauerinteresse ist derzeit sensationell. Wir hatten ja nochmal am Freitag ausverkauftes Haus. Auch heute 5.723 Zuschauer in der Halle. Ist schon sensationell. Und das bei einem Servus TV Live-Spiel, muss man sagen. Chapeau und lieben Dank fürs Kommen. André, besten Dank. Und wir werfen die Flinte natürlich nicht ins Korn. 3 Tore sind viel, aber nicht unmöglich. 2:5 steht es aktuell vor Beginn des letzten Drittels. Wir sind gespannt, was die Pinguine noch für Körner im Köcher haben. Gleich geht's weiter mit Drittel Nummer 3. André, dir vielen Dank und euch natürlich viel Spaß noch beim Spiel.